Kleidung ist sehr wichtig im Langlauf, weil man muss sich wohlfühlen, man muss sich frei bewegen können. Man braucht den ganzen Körper beim Langlaufen und dann ist es sicher auch speziell, dass die Temperaturen sehr variieren können, von plus 15 Grad bis minus 15 Grad. Und darum muss man sich immer wohlfühlen, um die beste Leistung bringen zu können. Der perfekte Moment ist für mich einfach, wo ich merke, dass ich ein bisschen stärker bin als die anderen. Wenn alle am Kämpfen sind und ich weiss, dass ich noch ein bisschen Reserve habe und vielleicht in dem Moment auch angreifen kann. Und ja, die Entscheidung rauslaufen und dann vor den anderen ins Ziel kommen. Das ist eigentlich der schönste Moment. Ja. Ja, also das Equipment und die Kleidung haben einen grossen Anteil an der Leistung. Es ist Spitzensport. Auf dem höchsten Niveau sind es wirklich kleine Details, die wichtig sind, die zählen. Und wenn halt irgendetwas nicht ganz passt, wenn es irgendwo zu eng ist oder zu lock ist und es dann nur ganz wenig auf einen Meter ausmacht, dann summiert sich das gegen Ende und dann ja, hat man am Schluss gleich nicht gewonnen. Wenn ich jetzt alles aufgeben müsste, dann würde mir wahrscheinlich am meisten einfach Langlauf generell fehlen. Langlauf ist meine Leidenschaft. Ich trainiere sehr gerne, ich laufe sehr gerne Wettkämpfe. Irgendwann, wenn die Karriere fertig ist, ist es logischerweise so, dass man nicht mehr so viel trainieren kann und nicht mehr so viel Wettkämpfe laufen kann. Aber ich hoffe, dass Langlauf immer wird ein Teil sein von meinem Leben. Ich bin in den Bergen aufgewachsen, im Schnee. Und dann ist es auf der Hand gelegen, dass man ja, sagen wir, die Ski anschnallt. Langlaufen bin ich auch, wie wir das nach der Schule gemacht haben, in einer Gruppe zusammen. Wir hatten wirklich lässige Gruppen gehabt. Und so hat sich das ein bisschen weiterentwickelt und schlussendlich bin ich beim Langlaufsport geblieben. Ja, Ritual im Sinne von einem gewissen Ablauf habe ich immer. Ich stehe eher lieber früh auf als spät. Also ich habe lieber mehr Zeit am Morgen, dass ich wirklich in Ruhe kann, ganz vielleicht altmodisch meinen Kaffee trinken und keinen Stress haben, weil ja, ich finde immer, das Training ist ab und zu schon stressig und dann brauche ich lieber eine halbe Stunde. From athletes to athlete, what most inspires you?